Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge mit der Co-op Couch. Ich bin der Esel und nehme mich zuerst. Ich bin Kim, hi. Hi, und ich bin Fabs. Genau, wir sind auf einen ganz lieben Request eingegangen und spielen jetzt House of Ashes. Das ist ein Game von, wie heißen die nochmal? Supermassive Games. Supermassive Games, ganz genau. Und wir haben schon mal ein Spiel zusammen angespielt von denen. Das hieß wie? Man of Medan. Das ist ja aus der Dark Pictures Anthology, heißt das, glaube ich. Also eine Reihe von Spielen, die eher Kurzgeschichten erzählen. Und das ist quasi der dritte Teil davon. Der erste war Man of Medan, den haben wir gespielt. Dann kam Little Hope und das ist jetzt der dritte, House of Ashes. Das ist, die machen das schon seit mehreren Jahren, dass sie quasi interaktive Horrorfilme machen. Ich glaube, das bekannteste war zu Beginn Until Dawn. Und jetzt auch brandaktuell mit The Quarry haben sie auch wieder eins am Start. Also das ist so ein bisschen deren Steckenpferd. Und wir lassen uns da jetzt mal ein bisschen drauf ein. Ja. Ich hoffe, sie sind in ihrem Game mal einen Schritt zurückgesteppt und überzeichnen die Figuren nicht so extrem, aber wir werden sehen. Was ist deine Erwartungshaltung? Hast ich habe gar keine. Meinst du, das wird trashig eher oder meinst du tatsächlich, da geht was? Also ich habe halt bisher keine guten Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, aber ich bin offen, ich lasse mich drauf ein. Ich fand halt, wie gesagt, bisher die Figuren unfassbar überzeichnet und egal, welche Entscheidungen man so treffen konnte, ich fand die alle nicht wirklich nachvollziehbar. Dementsprechend konnte ich mich null in die Figuren reinversetzen. Und die waren, also gerade bei Man of Medan, Little Hope habe ich nicht gespielt, aber das waren halt so unsympathische Rich Kids. Ja, genau. So, was also natürlich in so ein Horror-Setting reinpasst, aber mit denen kannst du weder connecten und wenn es dann darum geht, die zu retten oder die vor Gefahren zu beschützen, dann geht ja einem das halt einfach komplett am Arsch vorbei. Ja, exakt. Aber hey, lass uns aber mal drauf ein, schauen wir einfach mal. Da hinten sehen wir auf jeden Fall schon den Erzähler. Genau, den Erzähler. Gut, dann drück mal Start. Oh Gott, jetzt darfst du die Charakter aussuchen. Er sieht so goofy aus. Ich glaube, ich nehme sogar den. Aber das ist das einzige Mädel. Ja, ist mir egal. Ich nehme den Goofy. Den Jason. Jason. Okay. Dann nehmen. Achso, ich muss auch. Wie gesagt, es gibt die. Jetzt hin und her. Ständig. Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist alles. Ich glaube, wir dürfen zwei Leute ausruhen oder so. Ja, vielleicht doch nicht. Ich sieht doch Nick cool aus, ja. So, du darfst ja, siehste, ich darf jetzt nämlich noch einen aussuchen. Na komm, dann nehme ich die Olle. Die Rachel. So. Der ist doch, also der sieht schon, der fühlt doch böses schon so im Schilde. Der sieht schon so aus, als würde ich den nicht mögen in real life. ohne zu vorteilhaftet zu sein. So. Cool. Finde ich gut. So, du bist der Letzte. Hä? Ach so, habe ich jetzt für dich? Nee. Ich glaube. Dann geh mal zurück. Habe ich jetzt für dich einen gewählt? So, ich habe jetzt drei. Ich habe jetzt drei bei dir. Ja, whatever. So, ich bin dran. Oh mein Gott. Es sieht schon. Oh, das bin ich. Ich kann den tatsächlich bewegen. Hat der einen krassen Bart oder was? Also jetzt mal, Leute. Ja. Okay, ja, okay, never mind. Aber oh, cool. Ich sag mal, wenn das jetzt ein Tier gewesen wäre, hätten wir das Spiel ab jetzt nicht mehr spielen können. Jetzt die ganze Zeit nach oben, unten geguckt. Links, rechts. Ja, das stimmt. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere. Ey, ich schwöre, wenn die jetzt schon abgeballert wird. Okay, nein, das ist einfach nur ein. Also ich bin auf Does the Dog Die gewesen. Bist du? Bei House of Ashes. Nee, also keinem Tier passiert was. Wenn wir es nicht entscheiden, oder was? Okay, cool, gucke, cool. Finde ich gut. dass du immer irgendwas erfindest, was ich nicht triffst, gesagt habe.
Ne, der sieht auch nicht so ganz lebendig aus. Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Du musst den Wahn sein unter die dem Helm. Die sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Gefährt. Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheim zu fallen. Wir haben unsere Befehle. Als da draußen der Pest, oh mein Gott, das ist eine moderne, sondern eine altertümliche Corona-Maske, was die da tragen. Das ja. Ist ja nice. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen, ich sehe alles. Also, einen sieh geilen Style haben die. Ja. Diese Halle, der nicht alle schätzen die Götter. Wir sollten trotzdem bei der nächsten Gelegenheit Untertitel einschalten. Die Gotea kommen, General. Echt? Der ja, gut, ja. Schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Oh Gott. Mein König, sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Oh ja. Oh nein, Quicktime-Events. Ich bin so schlecht in Quicktime-Events. Ich bin der schlechteste Quicktime-Eventler in. Warte mal, für wen mache ich denn die Quicktime-Events? Für sie oder für den Typen? Ich glaube, für den Typen. Ach so, das heißt, wenn ich es richtig mache, dann bringe ich sie um, oder was? Fuck. Don't! Nee, ich will aber nicht. Du musst nicht angreifen. Ja, mach ich das auch nicht. Fuck you. Du bist so ein Rebell. So, hier. Oh. I just can't. Oha! Ihr habt so lange nur die Schafe im Kerker getötet, Balatu. Ich wollte dann woanders hinschmeißen, den Speer, aber da war ich wohl zu langsam, bis ich geschnallt habe, dass ich den... Ja. Ich komm noch drauf klar. Nur ein Mädchen. Nichts als ein Mädchen. Ein Mädchen? Ich sehe nur einen Gothea-Dämon. Wenn ihr nicht in meinem Namen töten könnt, dann werdet ihr für ihn sterben, General. Kämpft gut. Gott.
Aber ich bin hoffnungsvoll, weil bisher, also die Leute, die wir aussuchen konnten, die waren ja jetzt gar keine nervigen Teenies. Das sind Soldaten halt, ne? Ja gut, aber also ich würde jetzt mal behaupten, dass da soldatentechnisch ein bisschen weniger nervige Einstellungen und Weise. Meinst du, Teenie-Soldaten sind es vielleicht? Ja, right, genau. Neureiche Teenie-Soldaten. Oh Gott, ey, solange da jetzt nicht irgendwie mittendrin so ein total unpassender Love-Interest mit bei ist, dann bin ich ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich ja zufrieden. Oh Gott, oh Gott. Ich will dich nie enttäuschen jetzt schon, aber... Gott, glaubst du? Könnte... Es ist so geil, weißt du, ich hätte so keinen Bock die ganze Zeit mit der, also ich meine, Riesenhalle, ja, und alles dicht, bis auf ein Fenster und da scheint dir die Sonne die ganze Zeit in die Fresse. Das ist ja so, es würde mich ja so nerven. Vor allem, der Typ muss doch voll, ja gut, okay, aber ich meine, vor allem, wenn du diese krasse Goldmaske trägst, oder? Also ich meine, da brennt einem doch voll die Sache weg. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass er, ich weiß nicht warum, aber also, irgendwie glaube ich, hat er Bock drauf. Irgendwie glaube ich, die Visage wegbrennt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das gibt ihm was. Ich kann es nicht benennen, aber ich glaube, das gibt ihm was. Na gut, man muss ja sagen, es ist ja nur eine ganz kurze Zeit am Tag, dass die Sonne da so, ne? Ach, bittere Sonnenfinsternis. Ist das eine Affenkopfkette? Das gibt mir Stärke. Oh Himmel. Ich habe keine Ahnung, wie konntest du denn das jetzt schon wieder so schnell sehen? Das sind, glaube ich, kleine Affenköpfchen. Ah, okay. Jetzt habe ich ja den ganzen Spaß verpasst. Der die Tür zuhält, weil irgendwas Schlimmes rein will, ey. Hilf mir, gut her! Ah, okay. Was lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Ich kann's auch da bleiben, Digga. So geht's jetzt mal hier mit den Entscheidungen, oder was?
Kann ich jetzt mal spielen oder was? Es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Man of Medan, wo der Anfang noch so wirklich der Serious Part war, sage ich jetzt mal, von dem Game. Bis dann die Teenager halt einfach kamen und gedacht haben, yo, ich mache jetzt hier Selfies, YOLO. Oh. Und so weiter und so fort. Lasst mir doch einen Klick da. Okay, warte. Kreistaste, Mann. Ach so, das ist die Kreistaste. Oh, Mann. Der Fluch hat euch so schwach wie Kinder gemacht. Sorry, ich dachte so, hä, wie soll ich denn so schnell R oder L3 drücken? Das war nicht mal ein Quicktime-Event und ich hab's voll verkackt. Also meine Leute gehen sofort drauf. Mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Also das ist schon recht atmosphärisch bisher. Es ist sehr atmosphärisch. Und es sieht auch wirklich recht grandios aus. Ach cool, jetzt geht's eigentlich mal los hier! Frissi! Tu was. Oh! Okay, also Fresse halten. Weil so hast du deinen Herzschlag unter Kontrolle. Oh, bitch, please. Du packst es, Kim. Hä? Wird mir jetzt der Kopf abgetrennt? Eine Ratte! Ein Akada? Das war eine Ratte? Jetzt habe ich ja alles gesehen. So viele Tote. Für nichts. Sie sind gestorben. Für einen Irren. Hätte er 2 gedrückt, um euch von Objekten benutze R, um rufen manche Aktionen verraten die Geheimnisse. Nimm ich mal. Guck ich mal. Er ist schon ein bisschen schreckhaft, der Junge, oder? Also jetzt wegen dem Skarabäus sich ins Höschen zu machen. So, jetzt kann ich mich... Also, herzlich willkommen. Das Game fängt jetzt an. Kim erkundet jetzt einfach Dinge. Kim, das ist kein Open World. Hier gibt's wahrscheinlich keine Collectibles. Wahrscheinlich doch. Ja, natürlich. Es Kannst gibt du mal Totems. Bitte die Untertitel aktivieren, bitte, als allererstes? Guck, hier kann ich mir schon was angucken. Okay. Oh, ein Foreshadowing. Siste? Ja, weißt du Bescheid? Hier, eine Vorahnung. Da kann nämlich was aus dem Loch creepen hinter mir. So. Einstellungen. Womöglich. Audio und Sprache. Anzeige. Audio und Sprache. Na gut. Untertitel. Was ist wie so minimal? Was ist das denn? Aus, minimal. Mach mal an. Ja. Möchtest du die aktuelle Einstellung wirklich speichern? Habe ich das jetzt gespeichert? Nee. Kannst du alles umgestellt. Audio-Voreinstellung auch auf Kopfhörer umgestellt. Was? Ich hab's doch richtig... Was? Ich hab's nicht auf Standard zurückgesetzt. Hast du es nicht auf Kopfhörer gestellt ich gerade? Ich hab's auf angestellt. Nee, an. So. So, Chili Vanille. Möchtest du die... Ja. Jesus Maria. So, darf ich jetzt mal hier... Ja, hau rein, mich endlich dir. Schocken lassen. Gönn dir. So, Digi. Wo ist er denn? So. Guck mal, hier kannst du auch noch was sehen. Soll das mir jetzt schon irgendwas sagen? Wahrscheinlich. Okay, ich muss jetzt hier Hieroglyphen verstehen können. Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Cool. Tempel plündern, grundsätzlich keine gute Idee. Würde ich jetzt mal behaupten. Warte mal, da kommen wir her, oder? Mhm. Ja, so. Die habe ich schon gesehen. Na dann springen.
halt, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich. Körper ins Loch. Was sonst? Das ist das Einzige, was wir hier machen können. Habe ich bei Tomb Raider immer gemacht, ne? Ja, zwar aber auch Lara Croft und hier nicht dieser Beardy Man. Wie war sein Name? Whatever. So, hier, öffnen wir. Also auch wenn wir hier gefühlt reingekommen sind. Balatu. Kommen wir hier nicht gerade rein? Da ist doch nur eine Tür hier, Zittle. Achso, ich muss jetzt wieder... Bereit dich schon mal vor. Nee, diesmal können sie es auch allein. Nee, das Spiel denkt so, nee, komm, ja, die Alte, nee, schneid komm, das in. Kreis das da auf, vergiss es. Lassen wir mal. Das stört den Spielfluss. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Ja, das sind Affenschädel. Sorry, das ist, belastet mich. Was ist das für ein Anhänger? Ja, yeah, because that's the most weird thing about this guy. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte. Wie kommen wir hier lebend raus? Der Feind meines Feindes ist... Achso, ich bin übrigens ein sehr produktiver und positiv gestimmter Spieler, also ich werde versuchen, so konstruktive Antworten wie möglich zu wählen. Meinst du? Immer Hoffnung. Bei ihm, ja, wenn da jemand ist, der ein riesen Arschloch ist, dann bringe ich ihn. Ich dachte, du sagst jetzt, nee, du hast eine Affenschädelkette. Fu, Alter. Tö, mit dir rede ich nicht. Wir sind hier nicht allein. Ui. Sieht schon nice aus. Es sieht schon nice aus, ja. Kann ich irgendwie. Nee, Sicht einstellen, so ich mal kicken kann. Wir sind hier nicht alleine. Ich mach trotzdem mal die Tür auf. Hier drüben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nix. Hör auf! Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, hör auf! Hab doch mal ein bisschen Glaube. Das war's mit Balatu. Mann. Ich weiß. Arcada! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins: gemeinsam kämpfen. Okay, we're gonna die. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit! Snitch den! Nein! Snitch nein! Den. Snitch den! Nein, Hände! So, der snitcht mich jetzt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Gib ihm aufs Maul! Gib ihm aufs Maul! Ich mache übrigens gar nichts. Jetzt. Nö! Geht das so schnell? Das ist aber auch gemein, da passiert ewig gar nichts und auf einmal so, und jetzt rette mal kurz dein Leben innerhalb von 0,2 Sekunden. Ja, du musst halt auch. Bin ich jetzt schon tot? Ach nö! Mettbrötchen zum Abendbrot. Das finde ich gemein. Ja, das ist ja generell so geil bei solchen Spielen, weil du überlebst dann so stundenlang so richtig geil und löst alles und dann verkackst du einmal. Ja, das ist doch gut. Och, wie fies. Aber mich interessiert wirklich, wie der Bart von dem Typen da so. Also ich denke mal, die haben sich so 2 Sekunden mit der Materie auseinandergesetzt und sich mit diesen alten Völkern auseinandergesetzt, wie das, wie die so aussahen. Und ich frage mich wirklich, also ich glaube ja nicht, dass das ein unfassbar schlecht gemachter Bart war, der halt einfach nur so eine Oberfläche hat. So würde mich mal interessieren, wie die damals die Bärte sich so geflochten haben und ob die das einfach so mit
irgendwas Schlammzeug, Tonerde, whatever eingecremt haben, damit das halt so eine komische Textur hat. Danke, hat. Ja, genau. Boah, darf ich die Möglichkeit nochmal nutzen, das Intro, um für uns den Sound nochmal auf den Kopfhörern leiser zu machen? Oder ist für dich ich höre auf meinem linken Ohr schon nichts mehr. Wir haben übrigens, wir teilen uns ein Kopfhörerset, also jeder hat auf einem Ohr einen Kopfhörer drauf, damit wir mit dem anderen Ohr noch hören können, was die jeweils andere Person schreit. Aber ja, also mein eines Ohr ist schon taub, also du kannst sehr gerne, sehr, sehr, sehr okay. gerne runterdrehen. Also gut. Ich mag den Song, der ist mega. Ja. Wer ist das? Welche Band? Chemis. Danke, Fabs, auf deine Lese. Ja, immer wieder, mein Nerdwissen. Deine Lesefertigkeiten ist verlassen. Am Rande des Abgrunds. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Obviously. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Definitiv dunkel. Ja. Yep. Absolut. Absolut. Also bei Quicktime wird es auf jeden Fall. Äußerst schwere Entscheidungen treffen. Die sind nicht das Problem. Beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Bevor wir beginnen, bedenken Sie, dass nicht jede Party so endet, wie sie begonnen hat. So manche Party hat Gästen schon böse zugesetzt. Aber ich bin zu voreilig. Ich bin der Kurator, Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was sie tun. Hast du dich gefragt, wie er heißt die ganze Zeit? Und jeden Fehler. Nö, aber ich dachte, jetzt wo er es gesagt hat, ja. weiß ich kam dir schon komisch vor, dass Kurator Doppelpunkt am Anfang eines jeden Satzes steht. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Oh, jetzt wo du es sagst. Oh. Ja, well. Leben. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Was haben wir jetzt beim Obwohl Game? Ich die Regeln ab und an schon etwas neu. Mehrere Seelen getrieben vom selben Verlangen. Poetisch, nicht wahr? Manche Entscheidungen lassen Sie näher zusammenrücken. Andere spalten Sie. Oh Gott, wie die Augen hin und her gewackelt haben, das ist gesehen. In der Geschichte begegnen ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, sie schauen genau hin. Denn sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie sie sich schlagen. Oder scheitern. Das habe ich nie verstanden, diese komischen Bilder, diese Bilder einer möglichen Zukunft, die man sehen kann. Ja. Die bringen einem doch einfach gar nichts, weil man ja gar nicht weiß, welche Entscheidung einen überhaupt erst dahin gebracht hat. Deswegen habe ich mir auch immer gedacht, so ja, kann man auch einfach lassen. Also als jemand, der jetzt nur Man of Medan gespielt hat, ich habe mir auch immer gedacht, das ist einfach viel zu kurz und nie habe ich irgendwas, was ich dort gesehen habe, irgendwie kommen sehen. Ja, ne? Super. Ganz kurz mal für mein Verständnis. Ist jetzt Until Dawn von denselben Machern oder nicht? Ja. Aber eben nicht diese komische Dark Pictures oder wie Serie. Es Anthology-Dings ist. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, weil da habe ich es auch schon alt nicht geschnallt hier. Gut. Also. Ich bin jetzt dran mit Eric. Oh Gott, gleich der Grübchen-Typ. Na gut. Gleich der Grübchen-Typ. Aber guck mal, er hat eine fancy Taschenlampe hinterm Ohr.
Ne? Also ja, er kann hat, ja er weiß, er weiß ganz genau, er hat ein Headset, ein funkiges. Und kriege ich den Controller, weil ich will mit ihm auch mal nach oben und unten gucken. Boah, hat der einen Adamsapfel? Da will man reinbeißen. Alter. Bam. So. Der hat bestimmt so ein paar von diesen Kaudingern benutzt, die jetzt irgendwie so in sind, dass man ausgeprägtere Kiefer. So, das ist wirklich so, also dem traue ich das Catcalling schon zu. So, was ist da so? Blick nach unten. Ja, gell, der sieht schon so aus wie so ein... Der sieht schon so aus, ja. Der, wie so einer, der so ich sag, richtig ist unangenehm rapey. Ist. Ja. Einfach. Okay, also, wow. Das ist einer, der ist aus ganz anderen Gründen zur Army gegangen. Also der... Oh, Gottes Willen. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe Vorurteile. Ich habe massive Vorurteile. Ja, okay. Super massive Vorurteile, möchte ich behaupten. Also, der gibt mir so leichte... von The Boys, Captain America, nee, wie heißt der? Nein. Hellbender, Dingsbums. Naja, der, ach Mann. Oh, wie heißt der Superman-Typ von ja, The genau. Boys? Ja, genau, ja. Homelander. Homelander, danke, ja, danke. Hellbender. Not quite, aber ja. Ja, das machen aber auch einfach diese Highlights in seinen Haaren, weißt du, diese, ach Gott, es macht einfach. Ach recht, hat er Strähnchen? Der hat Strähnchen. Der hat Strähnchen. It's finest. Nun gut, ich mach mal weiter, ne? Also wir können, also ach Gott. Auch das bisschen Lipgloss so auf dem, also seine Lippen scheinen so. Ja. Ach, ja. Schön. Oh Gott. Goofy, den spiele ich. Lieutenant Goof Troop. Reise. Eric King. Alter. Ey, wir müssen später gucken, ob das derselbe Schauspieler ist, der den gespielt hat. Er ist rational und unsicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ungeduldig. Also, okay, also ist du. Besprechungsraum bereit? Ich spiele ihn du so, bist wie ich glaube. Arschloch. Du bist, ich spiele ihn Arschloch. So, wie ich glaube, dass er ist. Okay. Die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CEO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind. Tattoo-Halsband. Dr. Clarice Stokes. Kein Doktor dieser Welt trägt freiwillig ein Tattoo-Halsband. Na? Ja, never happened. Obwohl ich ja so Choke-Halsbänder ganz schön finde, aber noch nicht gerade unbedingt ein Tattoo-Halsband. Mal kurz ein Fashion-Statement. Tja, Schatz, das war's dann auch schon. Dankeschön. Also, es ist aber auch wirklich... Ich danke dir. Ist das der Ort, wo man auch sowas trägt? Was? Tattoo als so, auch so ein kleines so Fashion-Statement ist doch mal ganz... So ein kleines Fashion-Statement? Ja, genau. So, ich dann bin... Dann bist du so, kurz bevor es losgeht, ich hoffe, es fällt jemand auf. Ich hoffe, es fällt jemand auf. Vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen und zeigt mir sein Tamagotchi. Gut. Oh, geil. Oh, so. Mann. Rachel hat auch wirklich den Flügel-Liedstrich durchgespielt. Auf jeden Fall. Aber der eine ist länger als der andere. Also schon mal... Nein! Gar nicht. Doch. Aber sie sieht so auch... Er ist länger als der andere. Nein, erzähl mir das nicht. Du hast recht! Also, ey, ganz oh mein ehrlich. Gott, du hast vollkommen recht. Oh Gott, ist das... Nee, du hast recht. Okay. Das hilft auch einfach ihrem leichten Silberblick nicht. Oh je. Oh je. Wie heißt du, Nancy? Rage. So. Okay, Rachel hat kein Kind. Marine. Schon genug? Rachel King, die Schwester von Eric wahrscheinlich. Ah, befehlend und grob. Rechtfertigend und romantisch. Ah, oh, die beiden passen ja zusammen wie Arsch auf Eimer. Herrlich. Das ist eine Love Story. Dachte, das war's. Die letzten Wochen. Du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre.
Und sofort da der Love Interest. Ich könnte brechen. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Hm? Ist er ausgezogen? Rachel. Nur keine Hose an. Du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Ich bring's immer schon bei, auf einfach damit Fall, es... Auf jeden Fall. Das mit Eric, das ist keine gute Idee. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Ach so, ich dachte, ich bringe meinem Ex schon bei, dass die beiden... gehofft hatte, dass es dann halt Beef gibt und natürlich somit mehr in der Story passiert. Ach so, okay. Passiert. Das Spiel ist von letztem Jahr? Oder von diesem Jahr? Von letztem. Boah, da fragst du mich was. Das würde mich mal interessieren. Warum? Ah, Fabs, das bist jetzt schon wieder du. Das kann ich ja auch googeln. House of Ashes ist von Oktober letzten Jahres. Okay. So, jetzt kommt Eric wieder ins Spiel. Sehr schnelle Wechsel an der Stelle. Das ist doch gut. Wird ja nicht langweilig. Gruselig. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Es ist immer so, ich frage mich, welcher Volldulli diese Scheiße übersetzt. Ich frage es mich wirklich. Also, so redet kein Mensch. Kein Mensch redet so. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später, wir haben Besuch. Naja, wenn die Süße ja mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das sind alles Menschen, die ich gerne retten würde. Absolut. Bitte? Das sind alles Menschen, die ich gerne retten würde. Bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Schlimm, also auch wie die miteinander reden, wie gesagt, das ist so schlecht einfach übersetzt ins Deutsche, so redet kein Mensch. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb, das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Oder ist es einfach komplett schlechtes Storywriting schon von vornherein auch im Englischen gewesen dann? Ich glaube nicht, dass das im Original irgendwie eine andere Stimmung erzeugt. Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Höflich. Nee, du bist natürlich... Was? Echt? Aufgebracht. Lieutenant Colonel Eric King. Was dann wohl heißt, Lance Corporal, dass ich ihr kommandierender Offizier bin. Ist das ein Witz? Mist, das ist kein Witz. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Besser. Gewöhnen Sie sich nicht an den Schreibtisch. Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Das ist meine Frau. Sie sprechen da von meiner Frau. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Wie die alle voll mit Körper ins Fettnäpfchen. Ja, ohne Scheiß. Geil.
Oh, ist das herrlich. Was ist die Alternative? Das ist jetzt einfach wenn schon Queen weißt du? Bitch da einen Wind davon bekommt. Yeah, man. High five, Prof ist da drauf. Ja, jetzt hat er schon zwei Leute, die er ganz nach vorne an die Front schickt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. So. Endlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. Kann ich mir irgendwas... Ah, hier. Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Na gut, Bebo, dann hau mal rein. Zu Beginn des... Der Mikrofonständer ist halt einfach direkt vor meiner Fresse. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. The fuck? Haben die das jetzt echt einfach unterbrochen? So, ja, sorry. Es scheint wohl nicht wichtig zu sein. Okay, hat das Spiel selber entschieden. So, Leute, sorry, was wir gemacht haben. Ist da ist die Queen witzig. Bitch. Colonel King. Colonel Kings glittert einfach. Mrs. King. Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Nee, ist jetzt mein Team. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich bin jetzt die Queen Bitch. Ich habe den Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Okay. Oh, dear Lord. Dr. Stokes. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Ach, warum muss eigentlich jeder Mensch bei denen so ein arrogantes Arschloch sein? Ich bin so ein obercooler... Echt, ich bin so cool. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Alles Vollidioten, die da irgendwie am Start sind. Oh, oh Gott. Dann? Und die retten dann jetzt die Welt. Hey, we're doomed. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Läuft. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Also gar nicht. Hashtag Mansplaining. Alter, ich kotze. So, nur wenn sie jetzt wieder am Herd steht, heißt das nicht, dass sie jetzt hier weniger zu sagen hat. Wenn sie hier einer beleidigt, dann bin ausschließlich ich das. Also, hört auf, sie zu ärgern, nur weil sie anders ist. Ich nicht schnell rausgezogen. Ja. Yeah, Mann. Okay. Oh, dann noch was ein goofy High Five. So. Was meinen Sie? Ja, was meinst du? So, bist du entgegenkommend oder zuversichtlich? Das schon.
Nee, das geht schon. Ich habe vollstes Vertrauen in diese Truppe. Auf jeden Fall. Alter, ey. Den würde ich mir nicht mal Klopapier reichen lassen, ehrlich. Oh, die stirbt. Ehrlich gut. Marvin hat schon recht. Ah, du hast jetzt da ein... Umso größer die Gefahr, dass wir entdecken. Ah, du hast jetzt was verschissen. Du hast einen Pfeil nach unten. Eure Einwände höre ich mir später an. Okay, alle hassen dich jetzt. Keiner wird dich retten, wenn du stirbst. Also ich habe das Gefühl, Eric hatte schon ein paar Stationen in seinem Leben verschissen, bevor ich hier diesen Controller habe. Also da ging schon einiges. Also allein die Sonnenbrille, das ist ja schon eine schlechte Entscheidung gewesen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ja, obwohl, also ich finde ihn mit der Sonnenbrille wesentlich angenehmer als sie mit ihrem Silberblick, die ganze Zeit überall hinguckt, nur nicht da, wo man als Mensch hingucken würde. Als hätte sie so einen Blick in eine andere Dimension. Irgendwie ist es mega weird. Mich nervt seine Frisur auch total. Also ja, ich sag, ja, diese Highlights sind einfach nur dieses Strähnchen, was mich kill. Bin dabei. Und die nervt mich auch. Vor allem, mich nervt so, dass sie halt irgendwie dieses komische Ding vor der Brust trägt. Ist bestimmt akkurat und korrekt, ja, aber es sieht einfach aus, als hätte sie eine verdammte Waffel vor die Brust geschnallt. Ja. Das ist so seltsam. Ich hab da ein mieses Gefühl. Und weißt du, was ich komisch finde? Der Typ mit der Brille sieht meiner Meinung aus voll echt aus und total irgendwie gut und die anderen irgendwie wie so voll schlechte... Das ist auch eine Sache, die mich krass wundert, weil wir im Intro... Guck mal, die sieht doch neben dem anderen Typen einfach wie so eine reingeschnittene Comicfigur aus, oder? Oder bin ich da... Also, gerade im Vergleich, weil wir ja im Intro gesagt haben, ja, im ersten Part, wie geil... die Präsentation eigentlich aussieht, ja, und das alles. Deswegen habe ich auch gerade eben gefragt, von wann das Game ist, weil so. Es sieht echt nicht so. Okay. Oh, bist du jetzt in Team und fehlst mir? Oder nee. Nee. Ah, komm. Nee, komm. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Tja, bad news. Are about to happen. Es gab keinen Tag. Hör auf, mich anzumachen. Das ist sau ekelhaft, wirklich. Ich wollte dich immer bei mir haben. Darf ich deine Brüste anfassen? Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Diese Silberblick-Augen. Die ohne Scheiß. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Die waren verheiratet aber, oder? Ja, so, was absolut. Wir hatten, absolut. So eine Ehe. Ist also... Es ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich... Es gibt kein Du und Ich. Ey, wirklich, ganz ehrlich, seit du das mit der Kinnpartie erwähnt hast... Bitte, Rachel. Bitte. Du trägst deinen Ehering nicht. Ja, Dude. Also weil jetzt so muss ich Kreis drücken, dann stirbt jemand. Ja, nee. Ich schwöre. Was ist denn das? Seit du das mit der Kinnpartie bei ihr erwähnt hast, erinnert die mich hart an Alice Weidel. Ich weiß nicht. Oh Gott, ja. Toll, jetzt müssen wir... Now jetzt, we're doomed. Toll, jetzt können wir die nicht safen, wenn irgendwas ist. Das ist ja richtig hart. Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Auch der verwirrte Blick die ganze Zeit. Der Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Politische Gags. Jetzt bin ich gespannt, ob das für eine Auswirkung auf die Abozahl hat. Na, wenn nur gute. Also, egal wie, nur gute. Ja. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Oh, er hat seinen Ehering noch und der muss den gerade noch mal rausholen. Und jetzt geht er kurz in sein Kissen rein. Gut, wo war ich stehen geblieben, bevor ihr mich alle unterbrochen habt? Ich wollte eigentlich lesen, was hier draufsteht. Vergiss nicht, dass du immer vorne auf dem Stuhl sitzt, weil es könnte sein, dass ein zwischendrin Quicktime-Event kommt. Weil okay, sonst vertraulich. So, Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht von Völkerrecht gedeckt. Vom Völkerrecht, sorry, ich habe hier wirklich den Mikrofonstand direkt, ich gucke da durch. Zweitens. Mit Beendigung der Kampfhandlung steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Unsere Verbündeten der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Oh Gott. Wir haben die eine Ahnung. Wir erwarten baldige Meldung, Unterschrift und so weiter und so fort.
streng vertraulich, oh Gott, liegt hier ist einfach ist alles rum. So lang, es ist alles so... Diese Texte sind einfach, ich hasse diese Texte in Game. So kriegst du auch einfach die Story nicht mit. Es geht nicht, dass du irgendwie erst die Story vollkommen schneidest. Guck mal hier, das Spiel schreit dich schon an. Alter, drückst du L oder was? Was ist das denn? Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Provokant, echt? Sag mal... Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme zum Körper. Moin. Ich bin Mervyn. Ich erledige meine Arbeit wissen, impulsiv ich bin und der ohne Kontrolle. Von uns allen. Ja, voll der edgy Typ, ey. Also wirklich, wenn ich irgendwo wäre und sagen würde, eine Militäroperation, und dann kommt irgendein Typ, der mir sagt, wenn ich irgendjemanden sehe, dann knall ich den ab. Ich handle impulsiv und überstürzt. Bester Mann. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Und wenn sie nicht passt, dann ist das Ihr Problem. Und wenn sie nicht Chefe. Passt, ist das Ihr Problem. Gut, super. So kommt man richtig weit im Militär, bin ich mir sicher. Also ja. Bin mir auch sicher, man wird voll nicht irgendwie mal mindestens Kiel geholt, wenn man sich so seinem Vorgesetzten gegenüber verhält. Also ich kenne mich wirklich damit nicht aus. Also ich habe nie gedient. Aber soweit ich mir das vorstellen kann, ist, also falls irgendjemand mal... Ist aber nur für den Rauch, sonst nicht. Nee, Weißphosphor geht gar nicht. Die sind nicht genehmigt. Ja, Arsch. Sonst sind wir genau wie Saddam. Die sind hier nicht erlaubt. Schwachsinn, uns sollte jedes Mittel recht sein. Sergeant Kay, Sie haben mich missverstanden. Das war ein Befehl und kein Vorschlag. Verstanden. Ja, Bitch. Wir nehmen keiner auf die Mission mit. Zufrieden? Ja. Ich wette, damit hast du jetzt alle in den Tod geführt mit der Nummer. Oh nein, hätten wir doch bloß die weißen Pillen mitgenommen. Achso, du meinst, wenn das Monster kommt? Ja. Jetzt kann nur noch eine Sache helfen. Weißer Phosphor. Man denkt so, fuck. Fünf Stunden zuvor. Wir nehmen kein weißes Phosphor mit. Wenn es dir nicht passt. Okay. Wollen wir das jetzt alles lesen? Ich frage jetzt einfach mal wirklich. Nee, wollen wir nicht. Ich meine, wollen wir quaken sowieso drüber, wenn die reden. Aber ich würde sie trotzdem alle aufnehmen, weil dann wissen wir zumindest, ob der. Also, so ein Collectible ist wirklich. Nein, weil dann kriegen wir, dann weiß der zumindest mehr von der Story und dann haben wir eventuell. Ach, der Busch. Gott segne ihn. Mann, das waren noch Zeiten. Ja, nee, keine guten. Auf jeden Fall. Je mehr wir da gesammelt haben, desto besser, weil dann hat er vielleicht auch zum Teil mehr Entscheidungsmöglichkeiten, weil ich, also in der Hoffnung, dass wir es dann nicht alles lesen. Dankeschön, tschüss. Naja, das reicht doch, oder? Denke ich mal. Das härteste Papier, was es auf dem Markt gibt. Download fertig. Los zu den Helis. Okay, wir haben uns nicht alles angeguckt, aber macht... Okay, dieses Spiel ist nichts für Collector. Ist in Ordnung. Passt schon. Oh, gut, dass wir uns vorher entschieden haben, dass wir nicht alles lesen wollen, sonst wäre ich jetzt schon wieder ausgeflippt. Innerlich. Was willst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Hat richtig Rückgrat und zeigt es uns auch. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Wohl eher einen Stock im Arsch. Glaub mir, wo wir hingehen, brauchen wir einen, der alles im Griff hat. Ja, aber wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht... okay.
Ach so, okay, das bist jetzt immer noch du, aber jetzt geht's halt um den Typen, okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sobald du irgendwie im Militär bist, dass du da nicht irgendwie so Woche eins dafür genutzt wird, dass einem erstmal der Wille gebrochen wird, damit man irgendwie mehr Respekt vor den Vorgesetzten hat, weil ich glaube, darauf baut die Nummer ziemlich hart auf. Ich will nicht sagen, es ist was Schlechtes, ich will halt nur sagen, soweit ich weiß, ist so das A und O und das Erste, was du lernst, ist, dass du Respekt vor deiner höher gestellteren Person hast und ich glaube... Ich kann mir, also ich weiß nicht, wenn irgendjemand von euch da Ahnung von hat, würde mich das mal interessieren, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht mal mindestens an die Wand gestellt wird, wenn man so mit dem Vorgesetzten reden würde. Guck mal, der sieht viel realistischer aus jetzt plötzlich. Der weißt du, warum? Warum? Weil der einen Helm auf hat und der andere Typ, den wir davor gespielt haben, die anderen beiden, die hatten auch was auf dem Kopf und ich glaube, es steht und fällt mit den Haaren. Achso, ich dachte wirklich auch im Vergleich, also weil sie als Frau, also es gibt zwei Frauen, Und sie ist ja wirklich voll ohne Effort irgendwie modelliert. Scheinbar. Also die, ja, das stimmt schon. Also da bei ist ihm auch kann ich wirklich so in den Augen sehe ich so. Mm-mm. Was ist meine Lieblingsfarbe? Ach, guck mal, da hat sogar eine Blau kleine Narbe und eine... oder Rot. Oh Mann. Njum njum. Njum njum. Wie auch immer so leicht und mit der Lippe so. Wieder die Schuhe total schlecht gebunden. Naja. Na komm, komm schon, jetzt mach noch eine Runde. Hoffentlich merkt niemand, dass ich einen hab fahren lassen. Fahr's jetzt mal. Geh weiter. Hey, guck mal, Palmsche. Das ist das, was dir ins Auge sticht. Na ja. Du bist stur und mutig. Mhm. Und du hast ein Geschenk dabei. Das macht dich schon sympathisch. Wirklich. Zane! Einer geht! Zane? Plötzlich sieht alles total lebendig aus. Bewerbung um Studienplatz, okay. Oh. Wurde angenommen. Nee, weiß nicht. Mythologie wurde angenommen, okay, alles klar. Nice. Gut. Studiengang Mythologie wurde angenommen. Geil. So, weiter geht's. Ich freue mich für ihn. Irgendwie jetzt schon. Er ist bis jetzt ein sympathischer. War das an ihn gerichtet, der Brief? Jetzt. Ich will einfach mir das Geschenk ansehen. Lies mal den Zettel, den du selber geschrieben hast. Mein Sohn wird erwachsen. Ach, es ist sein Sohn. Mit liebe Papa. Zane, war das nicht mal so ein Sänger-Typi? Zane? Ja. Ach, kennst du nicht? Okay, sehr gut. Sprich für dich, dass das an dir vorbeiging. Alter, die Waschküche ist ja schon groß, ne? Ist schon. Also ist schon groß. Ach, guck mal, wie neckisch die Decke zurückgeschlagen ist. Guck mal in dem Schrank, ob da ein Monster drin ist. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufmachen kann. Okay. Aber bevor ich jetzt die Tür aufmache, ist immer so, okay, Event, da passiert jetzt ja, was krass. Ja, das stimmt wohl. So, hier ist alles super. Ja. Und tschö. Nope. Gut. Dann sag doch jetzt mal Zane, dass hier Geburtstagsgeschenk am Start ist. Guck mal, ich spiele Fußball. Schön. Zane? Na guck mal, er hat sogar schon Pokale gewonnen. Ja krass, drei Stück. Mehr als ich hab. Ich hab keinen. Was
ist eine Gröschmelchorfer D. Aha, siehste? Oh, guck mal, House of Ashes. House of Ashes steht da, das ist unterstrichen. Ach, so krass. Heißt das Spiel. Ach, krass. Ich hab wirklich... Okay. Ich hab leider das Gefühl, das ist wichtig, oder? Kann ich zurückblättern? Die Seelen wurden in einer Höhle tief im Erdreich geleitet, wo eine Existenz zwischen Schatten frultet. Übers aber starb, ein Ton. Perfekt, super. Ja, so, ich wollte runterscrollen. Tja. Sollen wir es jetzt lesen oder nicht? Nee. Okay, gut. Wen das interessiert, guck bitte auf Wikipedia. Mach bitte jetzt einen Screenshot. Und jetzt einen Screenshot. Und jetzt einen Screenshot. So, und das andere habt ihr Pech. Schön. Glaubst du, man versteht die Story nicht, wenn man das jetzt nicht liest? Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich bin mir sehr sicher, wir werden die Story so oder so nicht wirklich verstehen, weil wir nicht wirklich zuhören, was die da sagen. Doch, ich schon. Oh. Gut, dann erklärst du sie uns allen bitte hinterher. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich finde das toll. Der Sohn ist weg und jetzt erstmal schon hat alles wieder Uhren verkauft. Erstmal schön hier. Erstmal hier schön alles durchsuchen, wie ich das gehört als liebender Vater. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. اي وقعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخذوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير اه nee komm also yeah, das muss man ihr jetzt nicht so nee würde ich auch nicht كله تمام اصلا كان عيد ميلاد وانا قلت ديب از جود لما يرجع ابعتهولي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجوا انت عارف الولاد اي وقت ابعتهولي لو سمحتي طبعا لا 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 يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري اهلا Was war das denn, bitteschön? Ja, wenn man Harbe Hilst, Kalas, was sehen? Na, der Kalam Ferig. Man hat dich gesell. Hallo, Gay. Wo die Ardena? Wo ich eine Lesen mit Harbe Brie? Scheifen, Hom? Was lobt der Kid? Ja. Schuf, geh hin, Alina. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيرتهم توصل عندنا sag du musst zu deinem Sohn bitte ja okay ما اقدرش اعمل ده يا فندم der ist sehr verantwortungsvoll ده امر يا جندي مش طلب ja genau ansonsten richtig. Wird er halt abgeknallt boah das ist ja bitter der darf nicht mal oh, Mann. Tschüss sagen Beste Befehlsinstanz. Er kommt angelaufen wie Captain Jack Sparrow und hat auch noch eine Knarre. Okay, also der hat einen Sohn, but no pressure. Also wenn hier irgendwelche Quicktime-Events kommen, dann musst du den am Leben lassen, sonst ist es richtig kacke. Ja. So, bevor es mit Mikey Goof Troop wieder also weitergeht und du hier am Start bist, wieder Dinge umzubringen, gehen wir mal. Aber ich gebe mir Mühe. Gehen wir in die nächste. Machen wir hier Schluss? Ja. Und gehen in die nächste Folge dann. Ja. Hätten wir nicht sagen sollen. Nee, wir machen jetzt natürlich keine neue Folge. Also ab dann geht's halt weiter in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß es auch nicht. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.